Grüß Gott und willkommen zurück bei der nächsten Folge Crusader Kings 3. Was war das? Achso, wir werden überfallen. Ja, Krieg gegen Aquitanien, Krieg gegen Klagenkro. Ganz kurz, wo kommen denn diese Truppen jetzt her? Oh, der nächste Krieg beginnt. Alter, jetzt wird es aber auch langsam ein bisschen heftig. Schon wieder 5 Kriege gegen uns. Wo kommen denn die Truppen her? Der hatte gerade noch 2000. Wieso hat er denn jetzt auf einmal wieder 8000? Weil er sich einfach 2500 Söldner gekauft hat. Wer hat mir denn jetzt hier wieder den Krieg erklärt? Da hinten irgendwelche Bauern. Fuck, Alter. Oh, ich werde ungern Genua verlieren. Weil Genua ist schon geil. Ich komme aber mit der einen Armee jetzt hier... Oh, Mann, das kotzt mich so an, dass sie jetzt auf einmal wieder so viele haben. Ach, Kacke. Ich muss Genua... aufgeben. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde... mich gegen die Bauern jetzt hier wenden und dann gleich gegen Kong. Den Krieg, den können sie ja meinetwegen führen, wie sie wollen. Ist mir jetzt egal. Also, egal ist mir ehrlich gesagt nicht, aber ich kann es gerade nicht ändern. So, dann müssen wir hier so einen kleinen Nahen nehmen. So, Kanyaga wird belagert. 3 Monate noch. Meine Halbschwester, Monon Konmlan. Also, immerhin den Krieg gewinnen wir. Jetzt. Scheiße, ist immer Land gegangen. Okay. Ja, das war nicht der Plan, dass ihr eigentlich an Land geht. Nächste Fraktion. Krokodil wird belagert. Sehr schön. So, ersten Krieg beendet. So, Belagerung gewonnen, gefangen gemacht. Meine Truppen sammeln. Und jetzt müssen wir auch mal da organisieren. Wieso habe ich denn jetzt nur noch 6000? Weil die alle wieder rebellieren, ne? Ja, ich werde gleich nicht mehr zu viele haben. Alter, 9 Monate müssen die nur belagern. Aquitania, Alter. So, 5000. Ja, scheiß auf Genua. Wo sind die Kackbauern? Mal ehrlich, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Da hinten laufen Bauern rum. 9000? What? Okay. Das ist der Krieg gegen Aquitanien. Und das sind die Bauern. Okay, ich mache jetzt hier volle Lotte Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, warum die jetzt hier alle hochrasen. Meine Schwiegertochter. Was habt ihr denn für Befehlshaber? 14. Ja, das sind einfach zu viele Truppen. 12. Boah, ganz ehrlich. I try it. Ich hab den besseren Befehlshaber. Die geben tatsächlich Hackengas. Geil. Das war sowas von unrealistisch gerade. So, skandalöser Priester. So. Waren hier nicht gerade Verbündete? Da sind Verbündete von mir. Geht doch hier rein in den Krieg!
Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst! So, jetzt kommt. Eine Entdeckung. Was? Jetzt mal ganz ehrlich. Hä? Warum waren denn 8000 gegen mich? Verbündet. Hä? Rodelnde Wut. I don't care. Naja, alles gut. So, da sind jetzt 5000. So. Ich zähle hier exakt 4000 Leute. So, 5400. So. Warum? Da sind doch Leute von mir. Ach, die zählen für den Krieg nicht. Ach, das ist doch scheiße. Stimmt, die zählen ja nicht für den Krieg, sondern für den nächsten, also für den anderen. Weil ich die dafür gar nicht angeworben habe. So, ihr müsst mir ganz kurz helfen beim Krieg. Alter, welcher Krieg ist denn das hier? Hier, Religionskrieg um Genua. Ach, scheiße. Scheiße. Ach, das ist doch Kacke. Ja, scheiße. Och man, jetzt werde ich ganz viele Kriege verlieren. Wo kommen denn diese ganzen Leute her? Mann, weil auch alles immer auf einmal kommen muss. Wo ist denn meine scheiß Armee jetzt? Da. So, wo ist hier erstmal der Bauernaufstand? Das sind die ersten, die ich kaputt mache. Wo sind denn hier Bauern? Wo ist denn dem seine Armee? Ich will nicht zum Spielercharakter, sondern ich will zu seinem Standort. Okay, da ist die fucking Bauernarmee mit drin. Dann ist das erste, was ich angreife. Oh fuck, Alter. Nächster Fraktionskrieg. So, jetzt muss ich mich beeilen. Erpressen. Ja, meinetwegen, ich erpresse sie. Die Bauern haben übrigens schon gewonnen. Was wollen die? Aufstand. Unabhängig, Alter. Ihr Dreckspisser, Alter. Kommt doch bitte dazu. Och Mann, wieso kommt ihr denn nie die Kriege mit zu? Kriegsende. Ah, ficken. Erpressen, ja, meinetwegen. So, wo sind hier Gegner? Mann, Alter, das kotzt mich richtig an, dass ich jetzt so untergehe. Zack, nächstes verloren. Das war oben Genua. So, die anderen Kriege sollte ich wahrscheinlich gewinnen. Alter, mein ganzes Reich geht schon wieder in die Brüche. Hier, die Armeen zerstören. Mir egal jetzt. So.
weiter. Nächste Schlacht. Nächste Schlacht verloren. Ach, das ist doch scheiße, ist das doch, oder? Ne, ich habe sogar gewonnen. Cool. Und ist immer noch nicht der Krieg, um den es eigentlich geht. Sondern die Kong-Idioten hier. Die sind mein Ziel. Oh Gott, ist das grauenvoll. So, erobern. Fraktion hat sich zerschlagen. Belagerung gewonnen, hat mir exakt 0 Prozentpunkte gegeben. Das ist natürlich ganz großartig. So, komm hier, angreifen. Einfach wegzurennen, Alter. So. Erste Schlacht gewonnen. Kind meiner Dynastie. Mann, hör auf wegzurennen. Jetzt habe ich... Und ich gewinne die Schlacht. Ganz knapp aber nur. Weil meine Verbündeten hinten raus noch dazu kamen. Ja, komm, wir erobern jetzt die scheiß Hauptstadt von Kong. So, nächster Krieg gewonnen. Alter, ich komme einfach nicht aus diesem Kriegstrubel raus. Und wieder vergehen hier die Jahre ohne Ende. So, nächster Krieg. 28%. Alter, was ist denn das für eine Riesenarmee? Wo kommt denn diese Armee her? Hier ist so grauenvoll. Wer bist du denn? Armee von... Schieß mich blöd. Wer bist du denn? Alter, was hier für Armeen durch die Gegend latschen. So, komm, nächster Aufstand. Alter, das ist doch unfassbar. Wo denn jetzt... Oh, das, nee, ernsthaft? Nächster Krieg. Zack. Wer jetzt? Wieder irgendjemand. So, wer will jetzt schon wieder Unabhängigkeitskrieg führen? Alter, habt ihr eigentlich alle eine Meise? Alter, das ist doch... Oh, das ist doch so eine Scheiße jedes Mal. Ey, du hast keine Chance. Mein ganzes Reich zerfällt schon wieder. Wenn ich die auflöse. 17 Monate. Ja, komm. Runter. Du nimmst die Stadt hier ein. Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt wieder ist. So, Kong habe ich eingenommen. Was ist denn hier noch gegen mich? Da oben sind alle gegen mich. So, da ist irgendeine Schlacht. Zack, gewonnen. Da ist noch eine Schlacht. Auch gewonnen. 62%. Na, immerhin den Krieg kriege ich langsam in den Griff. Wo sind hier? Alter, die Armee ist ja hier wirklich heftig. So, den kenne ich nicht. Keine Ahnung, was der belagert. Ist aber nicht von mir anscheinend. Es gibt übrigens noch eine gefährliche Fraktion, ja, also nur mal so nebenbei.
Also langsam habe ich echt die Schnauze voll. So, 73%. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier angreifen soll. So, ja, ich habe Ulfig geschlafen, alles gut. Liebestaumel. Ja, da kommt die andere Armee nicht dazu. Alter, wo kommen denn diese ganzen Truppen her? Ich krieg so einen. So ein zu viel gerade, so eine Scheiße. Das ist das Grauenvollste hier. Wer bist du denn? Oh Mann, Alter, mein ganzes Scheißreich zerfällt jetzt. Alter, er hat 10.000. Er hat 10 fucking 1000 Soldaten. Wer bist du denn? Alter, es ist so grauenvoll. Alter, hier, zack. Und der nächste Überkrieg. So, wunderbar. Nächste Unabhängigkeit. Tarjan. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier noch einnehmen soll. Da hinten sind ja auch noch 8600 Soldaten. Wer seid ihr denn? Alter, meine Verbündeten. Der nächste Krieg. Alter, ich hab... Und jetzt hier oben irgendwo, wa? Alter, ich krieg eins zu viel, wirklich. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Alter, wenn du einmal am Arsch bist, bist du halt richtig am Arsch. Ich krieg hier keinen Fuß mehr auf den Boden. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Wenn du einen Krieg beendest, fang einfach schon drei neue an. Lauf. Mann, hol dir doch mal so eine scheiß Armee hier. Ich. Vor allem, ich kriege einfach überhaupt gar keinen Vorteilspunkte mehr. Also, egal in was. Ja, hier kommt eine Kriegerorden, kriegt eine neue. Alter, das ist. Ich falle hier einfach einen Krieg nach dem anderen. Boah, ist das schrecklich. So, da kriege ich einfach keinen Prozentpunkt dazu. So, will der nächste? Ja, komm. Hier, mach auch Krieg. Mir alles scheißegal jetzt. So, können wir hier endlich mal was einnehmen? Super, einen Krieg haben wir mal gewonnen. Schön, warum hat hier keiner einen Befehlshaber? Ja, gut, meine Damen und Herren. Ich mach Feierabend, ich habe wirklich keinen Bock mehr drauf. Das ist jedes Mal dasselbe. Neu. Ach, Mann, Alter. Oh, du kriegst hier nur auf den Sack. Dann hast du noch das Problem, dass deine scheiß Vasallen einfach zu überhaupt gar nichts zu nütze sind. Ja, ich habe sogar mal einen Krieg gewonnen. Super, danke. Keine Ahnung, in welchen Krieg ihr jetzt gerade verloren habt. So, auf ihrem Platz verwiesen. Ja, komm, einfach nächster Krieg. Alter. Ich einfach mein halbes Reich schon wieder verloren habe jetzt in dieser Folge. Ja, komm. Alter, was hier alles belagert wird. Prozent und ich habe es trotzdem noch nicht geschafft, ihn zu besiegen. 9 und... Alter, für was ich überhaupt die Armeen angreife. So, wer bist du? Du bist der Pontifikat. Ja gut, okay. Bei euch verstehe ich sogar, dass ihr mich angreift. Ich habe es wirklich verdient. So, und wer seid ihr?
Alter, der Typ hat nichts mehr. Warum kriege ich denn seine scheiß Dings nicht? Nächster Krieg. Ich schwöre, das ist wieder irgendwo, wo ich nicht rankomme. Ja, na klar. Natürlich. Da ist eine Armee. Gut, die muss ich dann auch mal einnehmen. Also, nicht einnehmen, sondern besiegen. Komm, scheiß auf die Dings. Okay, ich keine Ahnung, was das für ein Krieg war. So, den Krieg verliere ich. Jo, alles klar. Venetien verloren. Jetzt hat er 2800 Bauern. So, irgendein Freund starb. Lauf doch bitte noch weiter weg. Wo willst denn du hin? Wo ist denn der? Will er mich verarschen? Willst du mich verarschen eigentlich? Warum? Alter, der Vogel will jetzt nicht wirklich nach hier oben. Er will einfach meine Hauptstadt gerade einnehmen? Ist das sein scheiß Ernst? Er braucht 11 Monate nur? Alter, komm, könnte mal bitte meine Armee langsam kommen? So, was ist das? Sieg, wunderbar. Der Krieg ist doch, der Krieg ist vorbei. Feindlicher Kriegerorden. Elisa wird belagert. Wir sind mittlerweile 58 Jahre alt. Also sorry, dass ich so durchrase, aber... Sag mal, kann ich mal endlich diesen scheiß Krieg gewinnen? So, und wieder monatelang zurück nach Afrika. Ich meine ganz kurz, ich habe ja noch ein paar Krieger übrig. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das hier für ein Krieg auf einmal ist. Erbe ist nicht vermählt. Okay, ich habe irgendeinen Krieg mal gewonnen. So, ganz ehrlich, das weiß ich nicht, was das hier für ein Krieg ist. Wo ist meine andere Armee? Da hinten. Okay, die ist immerhin schon mal wieder relativ groß. Frag mich mal einer. So, da ist meine Monsterarmee. Mehr oder weniger Monster. Gut, du wirst hier ein bisschen beschäftigt sein. Fraktion hat sich zerschlagen. Alter, ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Gut, alles klar. Ich mache jetzt Feierabend und werde das Spiel pausieren. Für mich selber. Weil das ist hier... Ah, das ist doch eine Scheiße. Ja, alles bricht zusammen. Hier, ich werde trinken, bis ich umfalle. So, 55%. Ah, wunderbar. Bin oder tot. Ich nehme seine Hauptstadt ein und es bringt einfach 0%. Wie es einfach gar nichts bringt, dass ich meine... Dass ich meine Armee gespalten habe.
Ja, gut, okay. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Gut, meine Damen und Herren. Haut rein und bis morgen. Oder, ja, bis zur nächsten... Bis zur nächsten Folge, wann auch immer die sein wird. Also, gerade habe ich gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Weil es ist einfach jedes Mal dasselbe. Einer stirbt, dann wird ein halbes Reich zerstört, dann kommt der nächste an den Start und es geht immer weiter bergab. Gut. Haut rein. Tschüss. Ach so, falsche Taste. Haha, die hätte ich drücken müssen. Tschüss.